Also ohne Witz, Leute, ich versuche hier schon dieses Level auch offscreen zu erledigen. Und obwohl es in der Theorie nicht einmal so schwer ist oder makaber oder was weiß ich, absolut nicht, schaffe ich es nicht, so vorsichtig ich auch bin, ja, hier irgendwie rüberzukommen. Ich meine, ich schaffe es ja, alle Keykarten mal einzusammeln, ne? Das ist ja schon mal was. Aber danach scheitere ich an, ich weiß nicht einmal, oh, genau an sowas. Ich habe sogar im letzten Versuch fast alle Punkte aufgehoben. Ganz im Ernst, fast alle Punkte. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Deswegen versuche ich das jetzt auch noch einmal, um einfach auch ein bisschen mehr Übung darin zu haben, weil nach den Punkten zu jagen bringt einen doch so ein bisschen, ja, an den Skill näher. Genau, zuerst gehen wir auch mal hier lang. Und jetzt habe ich auch das Leben. Und hier nach oben, gab es hier oben irgendwas überhaupt oder gab es hier nur Punkte? Ich weiß jetzt nicht einmal, aber selbst wenn, dann hole ich mir die, weil das, genau, die Chance auf ein neues Leben einfach nur vergrößert. Und darauf bin ich jetzt im Moment aus, weil ich gemerkt habe, ui, ein paar Leben wären einfach mal nicht schlecht. So, da hatten wir mal den Weg des Todes, mehr brauchen wir hier jetzt auch nicht und hier sind jetzt die Türen. Gut. Jetzt fehlen uns nur noch die restlichen Karten. Hier ist mal eine. Und die gelbe, die ist jetzt oben irgendwo. Hier nach unten müssen wir sowieso lang. Und das ist auch eigentlich ein Grund, warum ich das letzte Mal gestorben bin. Ich wollte ein paar Punkte holen und es ist mir nicht gelungen, dorthin zu kommen, sondern ich habe eine Falle vergessen und bin genau in die Mitte reingeflogen. So, links unten ist so ein grünes Ding, das vergesse ich dieses Mal jetzt mal nicht. So, aber hier, oh, genau das. Hier wagen wir uns jetzt ein bisschen vorsichtiger an das Ganze. So, alle Karten da. Genau, jetzt hier unten. Hier unten darf ich nicht allzu sehr nach links fallen, um jetzt irgendwie an die Punkte, die unter mir sind, zu kommen. Weil ich dann riskiere, ja, pulverisiert zu werden. Und das wollen wir ja nicht. Zumindest die... Also ich hoffe. Wow, okay. Und jetzt hier, Achtung. Genau, ich bin jetzt das letzte Mal hier nach unten nämlich reingeflogen. Okay, jetzt funktioniert's. Kann auch sein, dass wir ein bisschen länger hier bei diesem Mod sitzen werden müssen, weil es ist nun mal so. Ganz im Ernst, ich versuche hier sowieso schon das Beste zu machen, was ich kann. So, und ich, was ich alles geben würde jetzt hier für einen... Für einen Safe Spot. Alter. Ich weiß absolut nicht, wo lang. Ich weiß absolut nicht, wo lang. Nein. Okay, ich bin weggerannt von dem Typen. Oh oh. Okay, man kann vor dem wegrennen. Das ist ja schon mal was. Genau. Das hier jetzt. Ach, komm. Alter! Lass mich doch... Oh, schon wieder diese Viecher. Ist das wirklich euer Ernst? Ja, wenn er weg ist, gehe ich jetzt am ersten Mal hier rüber. Genau. Man kann hier vermutlich, ich wette, der eine Block hier, der so nach oben und nach unten zeigt, der ist total fies. Wetten, weil man dann... Nee, okay, man kann auf ihm stehen bleiben. Ist ja mal auch schon was Positives, ne? Ich weiß echt nicht, wo lang... Nein! Ich wollte das Ganze überspringen.
Also jetzt mal ohne Witz, ne? Wir sind jetzt hier wieder bei den Türen und gleich kommt wieder eine tolle Stelle auf uns zu, die mir so absolut... Naja, wir kennen sie ja alle. Also, ich weiß, der muss so schwer sein, aber das ist Trolling und nicht, ich weiß nicht. Kann man das irgendwie als Schwierigkeit noch irgendwie definieren? Ich weiß nicht. Also ich kann nur sagen, dass es nicht unnötig hier so viele Punkte gibt, im Ernst. Denn man kann während der ganzen Tode... Nein! Man kann während der ganzen Tode, wollte ich gerade sagen, die ganzen Leben aufholen, ja? Aber das hilft nichts, weil die Motivation hier langsam so ein bisschen... Tja, flöten geht, würde ich mal hier so ganz sachte jetzt mal sagen. Na gut, na dann willkommen, Leutchen, zurück zum Versuch Nummer... Ich habe nicht mitgezählt. Und wir versuchen nun es noch einmal. Ganz im Ernst, also... Ich meine, es kann ruhig schwierig sein, ja? Das ist doch nicht das Problem. Absolut nicht, aber das ist... Ich fühle mich im Moment hier ganz genauso wie in Keen 3, ganz im Ernst. Das ist auch so ein... Also diese Stelle dort hinten zumindest, die ist so in meinen Augen zumindest, ja. Ich beschränke das nur auf meine Erfahrung. Das ist alles so wie in Commander Keen 3, wo ab einem gewissen Moment das ganze Spiel einfach nur verrückt spielt und man sich einfach nur extrem verarscht fühlt und man keine Lust hat, eigentlich weiterzuspielen. Denn ob man jetzt dort... Stellt euch jetzt einfach mal die Plattform mit der ersten Krabbe vor. Ich nenne das jetzt Krabben, weil die so ähnlich aussehen. Die kommen mit ihrem Schild und schieben einen weg. So. Wenn wir uns den ersten Typen mal hier so vorstellen, ja? Das ist noch okay, ja? Also, es ist wirklich schön trickig, dass man jetzt da irgendwie noch irgendwie rüberkommt. Aber das danach. Die zweite Plattform mit dem schießenden Robo... Und noch dazu eine zweite Krabbe, das ist so wieder Try and Error meiner Meinung nach. Du musst halt warten, ja, bis die idealen Gegebenheiten einfach gegeben sind und du irgendwie irgendwas da machen kannst. Du musst einfach nebenbei nicht nur auf die zwei nächsten warten, sondern auch darauf, was die erste macht. Also, und das ist alles so, ich weiß nicht, hängt das vom Skript ab, wie die sich jetzt benehmen oder so? Aber auf jeden Fall kommt mir das so langsam, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, aber sehr irrational vor, also diese Bewegungen da. Also irgendwie, ja, und kannst du halt warten und beim 30. Versuch klappt es eventuell. Also so habe ich das Gefühl, dass es jetzt im Moment so ein bisschen funktioniert so. Jetzt hier kurz Konzentration, weil ich ja schon einmal an dem Ding ja schon gestorben bin, genau hier unter mir. Okay. So viel zu meinem Senf. So, wir werden jetzt versuchen, hier nochmal rüberzukommen. Ja, und was hier noch so irgendwie, ich weiß ja nicht einmal, anscheinend auch gewollt ist, ist, dass man hier nonstop irgendwelche Leben bekommt. Damit man hier irgendwie, ja, anscheinend nicht immer ein Game Over hat. Auf jeden Fall lädt sich hier immer alles bei mir auf. Und jetzt Klappe zu, weil X-Rack. Weg! Okay, man kann hier noch wegspringen. Aber was ich nicht verstehe... Boah. Okay. Das ist zumindest fair, ja? Dass es da diese Blocks gibt, ja? Weil ansonsten wäre das Ganze für ein Popo. Also es tut mir leid. So, ich warte hier. Jetzt gehe ich hier rüber. So, und jetzt... Okay, das ist einfach gemein. Also das ist hier, das hat jetzt hier nichts mit Strategie oder so zu tun. Das ist hier einfach nur gemein.
Ich gucke einfach, was es hier noch so gibt und so. Ich stehe ja auch so gesehen auf Schwierigkeitsgrade, ja? Das ist jetzt nicht irgendwie... Würde ich denn hier hinkommen? Nee, oder? Nee, da komme ich nicht hin. Okay. Okay, weiter nach oben geht es anscheinend nicht. Ist da unten das Exit? Ich traue mich hier nicht einmal irgendwo mehr hin. Ich soll hier rüberspringen, ne? Ja, ne? Ich soll hier rüberspringen, nur um in den Freitod wieder zu springen. Da ist das Exit. Und hier gibt es nichts mehr Gefährliches, oder? Wisst ihr was, Leute? Haltet mich für blöd, ja, aber ich möchte sehen, was da oben ist. Einfach vorsichtig, ne? Nee. No, no, no way. Ich gehe da nicht für ein paar Punkte hin. So, tschüss. Ich möchte das Level nicht mehr sehen. Ganz im Ernst. Es tut mir leid. Das will ich nicht mehr sehen. Das war extremst... Ich weiß nicht. Menschenverachtend. Irgendwie. Das ist... Ah, okay. Das ist ein bisschen ähnlich aufgebaut. Gerade merke ich. Verdammt. Ich hätte abspeichern sollen draußen, ne? Macht aber nichts. Ich werde das einfach nachholen. Komme ich dahin? Oh. Okay, es muss nach unten gehen. Okay. Na, den Punkt lasse ich. Das ist mir zu blöd. Und ich muss noch abspeichern. Ich muss mir das Abspeichern wieder angewöhnen. Ich meine, wir kennen das ja auch aus Keen. Aus Keen, den Galaxy spielen. Jedoch ist das hier eine Nummer schwieriger, weil ich hier ja nur hinkomme. Ach, kommt. Nee. Nee, 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 okay. Nee, ich will nicht mehr. Es ist eine Nummer schwieriger, weil ich das nur zwischen den Leveln machen kann. Sprich, Level so oder so, das muss durchgespielt werden, ansonsten geht's nicht. Also es muss komplett durchgespielt werden, um weiterzukommen. Oh, wow, das war knapp. Okay, was passiert denn? Ich trau mich einfach nicht. Okay, müsste das jetzt nicht die andere Seite sein? Da unten ist ein Key. Okay. Kann man nicht nach unten gucken? Das finde ich auch so ein bisschen blöd, dass man nicht nach unten gucken kann. Ich meine, ich will doch nicht cheaten oder so. Aber nach unten gucken wäre schon schön. Aber ich glaube, das geht nicht bei diesen Spielen. Ich habe eine Idee. Um an den... Na, nicht mal eine Idee, aber ich glaube, das muss so sein. Um an den blauen Key zu kommen, ja, müssen wir... Hier entlang. Oh ja. Und ja, ich klinge wie immer höchst... Boah! Höchst konzentriert, aber seht euch das mal an. So, wartet mal. Wir speichern ab. War das F6? Nee, F5. Genau, F5 speichern wir... Machen wir aus Slot 3. Z. Und jetzt haben wir mal zumindest abgespeichert. Wow. Also einfach nur wow, ja? Aber ohne Witz, ich muss schon sagen, dass ich das Spiel doch irgendwie genieße, aber mit einer gewissen Vorsicht, weil ich merke, es kann irrsinnig blöd werden, X-Rack.
Wenn ab welchem Moment... Okay, das geht auch so. Okay. Ich dachte, man müsste so schräg irgendwie springen, aber das ist bei diesem Spiel extremst... irgendwie nicht machbar, meiner Meinung nach. Wow, ich habe vergessen, dass man das überspringen muss, weil es ansonsten nicht geht. Okay, und wie soll das gehen? Egal, die grünen Punkte sind sowieso, glaube ich, die allerwenigsten. Die lasse ich einmal. Also ich möchte hier echt nicht irgendwie nur wegen den Punkten so viel jetzt riskieren, um, ja, Punkte zu haben. Ich meine, ganz im Ernst, die Punkte sind ja eigentlich nur dafür da, um, ja, entweder sich dann zu messen, wer die meisten Punkte in den ganzen Leveln oder in den ganzen Durchspielen jetzt gesammelt hat. Oder eben für die Leben. Und mehr brauche ich da nicht. So, noch einmal. Versuchen jetzt mal diese Passage hier noch einmal. Okili dokili. Flanders lässt grüßen. Wow, wie soll das gehen? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lang der Part ist. Bei mir ist der ganze Part jetzt 30 Minuten lang, seitdem ich das Ganze hier versuche. Ach komm, wir versuchen es noch ein einziges Mal, aber langsam verlässt mich doch irgendwo die Lust. Also so kompliziert muss das Ganze jetzt nicht irgendwie gemacht werden. Ich meine, ich verstehe schon, hier durchspringen, weil es soll ja trickig sein und so. Aber bei Keen, also bei diesem Keen, wo es eh schon schwierig genug ist, solche gemeinen Stellen einzubauen, ist doof. Wisst ihr was? Nee, Punkte sammle ich jetzt nicht. Wir haben genügend. Wie viele Keens haben wir? Ich meine, stapeln... Eine Frage, ob das jemand weiß. Stapeln sich diese Keens nur bis zur Zahl 6 hoch? Also, dass man jetzt 6 Leben hat? Oder geht das weiter? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich lasse das jetzt einfach einmal jetzt, weil wir haben genügend Leben. Und das Blöde ist ja, jedes nächste Leben braucht ja dann mehr Punkte. Oh, boah, das war knapp. Also ich zumindest denke ich mir das. So. Oh, ich habe nur ganz leicht gedrückt. Warum springt er so erbärmlich hoch? Denn das Spiel ist zwar alt und die ganze Engine auch und was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwas Verbessertes ist oder nicht, aber auf jeden Fall war das auch schon bei Keen 1 und 2 so, dass es schon einen Unterschied macht, ob man jetzt fest und lange drückt beim Springen oder eben halt nicht. Man kann auch winzige Sprünge machen und ich habe hier definitiv ganz leicht gedrückt und er springt extrem hoch. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, nee. Erst beim nächsten Mal wieder. Aber dieses Mal ganz im Ernst. Dieses Mal höre ich auf, bevor dieser Mod irgendwie meine ganzen Nerven kaputt macht. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt damit irgendwie jetzt nicht alles überstürzen oder so. Auf jeden Fall, sehr herausfordernd. Ganz im Ernst. Vor allem, wenn man das ganze Level beim ersten Mal schaffen muss. Also vielleicht nicht beim ersten Mal, aber ihr wisst schon, beim vollen Durchgang. Ansonsten geht's einfach nicht. Na gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich mich wieder gefangen habe. Und ich bin weg.